Wir sind reich, wir haben so viel Seelen heute. 64.000. Wir gehen heute, geben heute mal richtig aus, Mensch. Du kriegst eine Seele, du kriegst eine Seele, du kriegst eine Seele. Alle kriegt Seelen. Wir geben heute mal richtig einen aus. Geben es seliger denn Seelen. Herzlich willkommen zurück zu euren drei Lieblingsbuchstaben. K, H, D. Schön, dass ihr mit dabei seid. Es geht weiter. Letzte Woche konnten wir einen weiteren den Karamelldrachen besiegen. Ja. Und jetzt haben wir eine ganze Menge Seelen, die wir natürlich ausgeben wollen. Boah, wir sind richtig reich. Wir sind einfach so richtig, richtig reich. Willst du einkaufen oder soll ich einkaufen? Nee, das machst immer du am liebsten. Ansonsten, wir können natürlich jetzt auch einen Seelensparvertrag abschließen. Wir können das Ganze anliegen, Aktien kaufen, Anor Londo Aktien. Die wollen ja jetzt immobilienmäßig nochmal richtig bisschen was anlegen. Gibt es da Möglichkeiten? Auf jeden Fall. Also du kannst in diese Immobilien investieren. Die sind zum größten Teil verlassen. Ja. Das Problem ist, man weiß nicht, ob das hier alles wieder besiedelt wird oder ob das quasi einfach verschwendet ist, weil das hier immer weiter zerfallen wird. Du musst das hier instand halten. Das kostet richtig viel Geld. Also der Kauf alleine ist nicht die Hauptinvestition. Ne? Aber ich nehme an, dass sich dieses Investitionsrisiko auch in der Rendite zeigen lässt. Absolut. Also wenn hier wirklich wieder Leben einkehrt und du hast ja so ein Schloss gekauft, dann bist du das natürlich ausgesorgt. Okay. Aber du kannst natürlich auch alles verlieren. Also das ist immer das Gamble, ne? Dann Hälfte anlegen, Hälfte ausgeben. Würde ich sagen. Gut. Also man sagt immer, das, was man verkraften kann, kann man ruhig investieren. Ja. Was man verlieren kann, kann man auch investieren. Ja. Verlieren geht über investieren. Und gewinnen auch über investieren. Also beides geht über investieren. Okay, gut. Und alles geht über studieren. Das ist immer das Wichtigste. Panieren geht über frittieren. Frittieren geht über Panieren, oder? Ja, man kann aber auch Paniertes frittieren. Muss man nicht erst panieren, dann frittieren? Geht das nicht Hand in Hand? Du darfst nie frittieren, ohne das zuvor paniert zu haben. Ja, eben. Also Panieren kommt vor Frittieren. Ja. Aber nicht wertend, sondern chronologisch. Genau, chronologisch. Dann ist das der Spruch. Panieren kommt vor Frittieren. Lass uns mal ein bisschen in Damage und Belastbarkeit, oder was? Belastbarkeit möchtest du? Okay. Wir müssen jetzt noch 2000... Und Glück kriege ich dich gar nicht mehr. Aber das war genau das, was ich gesagt habe am Anfang. Habe ich gesagt, wenn wir Glück skillen, dann am Anfang. Weil jetzt am Ende kriege ich dich nicht mehr dazu, 30.000 Seelen für Glück auszugeben. Und es ist genau eingetroffen, wie ich es gesagt habe. Trotzdem konnte ich es nicht verhindern. Ja, das tut mir auch leid. Aber es ist auch gut so. Weil wir brauchen natürlich kein Glück. Denn wir haben Können. Nur wer sich nicht auf sein Können verlassen kann, braucht Glück. Hast du das Gefühl, du brauchst Glück? Ich habe das Gefühl, du kannst zu viel, als dass du dich auf Glück verlassen müsstest. Ich hatte mal einen Tag in meinem Leben, da hatte ich wahnsinnig viel Glück. Also da sind wirklich lächerlich gute Dinge passiert. Also gar nicht jetzt so, dass man sagt, positiv, aber einfach sehr unwahrscheinliche Dinge sind passiert. Ja. Und dann dachte ich mir, jetzt muss ich auch Lotto spielen. Dann habe ich mir an dem Tag so ein Lotto-Ticket gekauft, verloren. Nein. Aber ich dachte, wenn du schon mal einen Lauf hast, dann musst du auch irgendwas draus machen. So, das ist wie wenn das Schicksal dir sagt, so heute ist dein Tag. Mhm. Und dann habe ich mich verpflichtet dazu gesehen, das jetzt auch auszunutzen. Hat nichts gebracht. Du, das ist aber, du hast es richtig gemacht, weil wer weiß, wenn du nur diesen einen Tag hattest im Leben, an dem du Glückskind bist. Ja. Und du hast es rechtzeitig erkannt und wenn du es dann nicht ausgespielt hättest, würdest du dich den Rest deines Lebens ja geärgert. Du meinst, jeder Mensch ist ein Tag Glückskind? Ja. Und wenn er den nicht ausnutzt, also jeder Mensch hat einen Tag, wo er die Chance hat, alles zu erreichen. Ja. Und man darf den halt nicht verschlafen. Genau, und das Problem ist, dass du natürlich, wenn du Glück hast, klingelt der Wecker nicht. Ja. Wenn du Glück hast, wirst du halt nicht geweckt. Genau. Das heißt, du schläfst schon mal. Die Schule fällt aus. Du hast Freizeit. Unglaublich lang. Vielleicht schaut ihr gerade dieses lächerliche Let's Play, anstatt die Welt zu erobern. Vielleicht ist es euer Glückstag und ihr lasst ihn verstreichen. Ihr macht nichts damit. Ihr glotzt mit euren Glotzgurken uns einfach hier an. Ihr saugt hier die Photonen ihr auf. Ihr Versager. Wirklich, mit euren. Das Licht dringt an euch an aus eurem Bildschirm und ihr lasst es auch noch rein in euren Körper. Wisst ihr, was diese Bilder anrichten eigentlich in eurem Nervensystem? Wir geistern in eurem Gehirn rum, in eurem Sehnerv, in eurem Nervenstrang. Da sitzen wir drin. Und wir machen alles kaputt. Wir reißen die Synapsen raus. Oh, Latein, alia jacta est. Weg damit. Wie hießen die 150 Pokémon? Reißen wir ein, alles kaputt. Wir machen alles kaputt in deinem Gehirn. Wir sind ein schlechter Einfluss. Schaltet jetzt ab. Sind immer noch da.
Die sind einfach immer noch da. Aber wir haben es ihnen vorher gesagt, selber ja. Schuld. Ab jetzt, niemand darf sich jetzt mehr beklagen. Okay. Auch wenn wir jetzt schlecht spielen, und wir spielen jetzt mit Absicht schlecht, damit ihr das Gefühl habt, ihr müsst meckern, und dann erinnert ihr euch, ihr dürft nicht meckern. So, wir haben den Karamellkönig getötet. Jetzt ist die Frage, ist es jetzt an der Zeit, in die Eiswelt zu gehen? Ja, wir haben ja doch noch. Ich glaube, Eiswelt ist Add-on. Das heißt, Add-on macht man erst nach dem... Guck mal hier. Es gibt ein Add-on? Ja, das ist, glaube ich, Add-on, ja. Guck mal, warte mal. Hier. Guck doch mal! Ist das dein Ernst? Es gibt mehrere Add-ons, meine ich. Ich glaube, es gibt 2 oder 3. Wie lang ist denn dieses Spiel? Ey, wir sind da es gibt noch ein Add-on! Wir sind noch nicht weit in dem Spiel, glaube ich. Wir sind relativ am Anfang. Das ist nicht dein Ernst. Ja, natürlich. Ey, er fragt mich einfach so zwischen Tür und Angel. Ey, hast du mal Lust, Dark Souls zu spielen? Die nächsten 18 Jahre meines Lebens. Wieder der Boss, nächster Boss, nächster Boss. Ja, na klar. Ja, aber was erwartest du denn? Guck mal, da haben wir das ein Doppelschwert bekommen. Das war jetzt nur das erste, der erste Teil. Ey, dann haben wir noch gar nicht angefangen. Hä, aber das ist doch gar kein Doppelschwert. Oder wie jetzt? Siehst du hier ein Doppelschwert? Nee, das ist ein Einhänder. Ah, jetzt. Ah, super. Zweihändig. Schwing. Schwing. Oh, geil. Wow, Doppelschlag. Schwing. Zip, zap. Oh, das ist schon... Aber das kann natürlich leider nichts. Aber es... Warst du das sehr einfach auf dem Boden gefunden? Ja, ein Schlag auf dem Boden. Hat irgendwer da... Ich meine, ich gehe davon aus, wenn das auf dem Boden liegt, brauchst du niemanden mehr, weil... Oder? Also wer lässt seine Sachen auf dem Boden liegen? Ja, aber kann schon sein, ne? Wenn man kämpft und stirbt. Du kannst ja auch immer nicht die ganzen erbeuteten Waffen mitnehmen. Guck mal hier, ist er das vielleicht? Der hat doch 2. Ist das eine Gewehr auf dem Rücken oder ein Bogen? Das ist ein Bogen. Wie man von hier sicherlich besser sieht, so. Ah, der hat dieses Doppelschwert. Ja, aber der hat das. Aber das sind doch Katanas. Oder nicht? Ja. Ach, von dem war das. Okay, also der ist hier gestorben. Guck dir das an. Wie ist der Plural im Japanischen eigentlich? Ein Katana, 2 Katanas einfach. Nee, das im Japanischen läuft das über die Betonung im Plural. Ach so. Also Katana und Katana! Ah, das sind dann 2. Ja. Und je intensiver du es aussagst, desto mehr Sinn ist. Richtig. Also 9 wären jetzt zum Beispiel... Katana! Okay, ist klar, praktisch eigentlich. Sehr spannende Sprache. Also das ist halt oft, oft verwechselt man das halt vom Intensität, wenn jetzt jemand eh schon so ein bisschen intensiv ist. Ja, wie viele Brötchen hätten sie gerne? So, und dann packt er 7 ein und du wolltest 5. Ja, so, ja, das ist halt aber man kommt in die Ecke. Ungefähr die grobe Richtung. Ja, jetzt hast du zwar geskillt, aber was konnten wir mit unseren Seelen machen? Da kann man doch manchmal so Waffen kaufen oder so. Achso, da haben wir noch gar nicht geguckt. Gut, dann ignorier's. Aber die verfallen nicht, diese Königsseelen, oder? Nee, die verfallen nicht. Nur diese Währungsseelen verfallen. Oh, okay. Schleimmonster. Okay. Nein. Der will uns sagen, dass wir dumm sind. Ihr seid Dummies, ihr seid dumm, ihr seid dumme Dummies, ihr Trottel. Was? Jetzt weg! Warte mal, aber alles ist weg. Sie ist auch weg. Dieses Spiel verspottet uns einfach. Oh, guck mal, da die Noten, oder was? Ein Buch war da? Da hier sind keine Bücher, wo siehst du hier Bücher? Aber da war eins auf in so einem Leseständer. Wir werden schon angegriffen, während du hier... Wir haben so viel Belastbarkeit. Diese Last, die kann uns noch nichts anhaben. Hier, guck mal, kennst du die noch? Oh Gott, die Knoblauchgnome. Knoblauchgnome! Okay, ich weiß welche. Also, das war jetzt die Taste. Man sieht einfach wirklich nichts. Ah, jetzt wieder weg, das ist nett. Oh, Knoblauch ist auch einfach. Warum ist Knoblauch so viel leckerer als alles andere eigentlich? Gibt's einen botanischen Grund, warum das so lecker ist? Ich glaube, weil man dann auch ein bisschen stinkt. Und das ist so ein bisschen diese Gefahr, ja, dass man will es und man muss dafür einen Preis zahlen. Und das macht es so attraktiv. Habe ich mir letztens auch gedacht. Ist die Welt im Endeffekt fair? Weil zum Beispiel, ich habe mir letztens einen Joghurt gemacht mit Orange. Ja. Das war köstlich. Das hat wirklich köstlich geschmeckt. Aber eine Orange ist halt wahnsinnig viel Arbeit. Aufschneiden, dann die Sachen raus, das weiße Zeug raus, dann ist alles klebrig. Im Vergleich zum Apfel, Riesenaufwand. Aber dafür schmeckt es auch besser als Apfel. Jetzt ist die Frage, ist die Welt gebalanced, dass das, was schwerer ist, auch mehr Ertrag gibt? Oder schmeckt es besser, weil es mehr Arbeit war? Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich glaube, es ist beides, weil wenn du wenn du richtig lange kochst, ne, das ist da dann ja auch, dann hast du ja auch das Gefühl, du bist irgendwie... Ja, ich habe aber auch schon manchmal lange gekocht und es war wirklich echt nicht gut.
Komplett versalzen. Und dann entsorg mal. Ich habe so einen richtig großen Topf Chili gemacht. Ja. Der war grauenvoll. Und dann entsorg den mal. Oh, ja. Der ist heiß, das ist viel. Ja, okay. Ich habe das wirklich wie so Uran in so einen Müllbeutel gekippt, der dann richtig heiß war. Ich hatte Angst, dass der schmilzt. Ja, aber okay. Aber hast du es nicht den Nachbarn geschenkt und gesagt, ich habe noch ein bisschen Chili? Oder? In so 19 Tupperboxen. Hier so, ich hab ein bisschen zu viel gemacht. Ach, und dann müssen die das alles wegschmeißen und zurückgeben. Die Frage ist, wann geben sie es zurück? Weil wenn sie es am nächsten Tag zurückgeben, 19 leere Tupperboxen, weißt du, die haben das nicht gegessen. Ja, aber nee, sie würden es auf jeden Fall auch, die würden da ein bisschen was davon wegschmeißen, um das Gefühl zu suggerieren, dass sie was davon gegessen. Hör mal auf, ich tu dir doch nichts. Ich bin jetzt gefettet. Okay. Alter, der Typ ist krass. Expecto! Patronum! Ich befinde mich in einer Fettleibigkeitssituation. Aber hier erwischt er mich. Ach, der hat er dich beschwert? Ja, ja, ja. Ich glaube, das war im Mittelalter natürlich, waren Magnete natürlich eine der schlimmsten Waffen. Wenn du die auf so eine Ritterarmee schießt und dann hängen die an den Rüstungen fest und beschweren die, dann können die sich nicht mehr bewegen. Ja, oder du machst da auch dann so Seile dran und ziehst sie dann weg oder so. Ja, stimmt. Guck mal hier. Oh, ist das so ein Schlammbad? Das ist Wachs, oder? Was ist das? Ich finde, das sieht aus wie Wachs. Kannst du da drauf laufen? Nee, das ist ein Schlammbad. Oder es ist ganz weiches Wachs. Aber hier sind so viele Kerzen auch. Was? Also was ist die Funktion dieses... Aber die haben da drin gebadet, glaube ich. Oder das ist so eine Art Zuchttempel, wo dann so Sachen rauskrabbeln. Ja. Vielleicht war das das Schleimmonster. Oh, das Kopf in Wachs tauchen. Ja, aber sofort. Es ist aber wirklich Wachs. Es ist Wachs. Aber ist das nicht... Aber ist es jetzt nicht schwierig zu atmen? Wie gut, dass er uns das anbietet. Und jetzt Feuer. Und jetzt renn ins Feuer. Jetzt zünde dich selber an. Du bist jetzt eine lebende Fackel. Aber... Kannst du jetzt die Fackel rausholen? Okay. Aber das muss ja irgendwas Geiles bringen, weil... Hoch. Kannst du dich nicht selber anzünden? Nee. Aber das ist ja, Wachs brennt ja auch nicht. Aber du hast da irgend so einen Docht auf dem Kopf, oder? Irgendwas ist da noch oben drauf. Naja, ne? Du hast einen Docht! Da ist ein Docht! Da ist wirklich ein Docht. Okay, aber wie können wir... Du musst dich jetzt irgendwo anzünden. Vielleicht gibt es hier eine heilige Flamme der Wut oder sowas. Gott, was oder eine Glut der Wut. Wutglut. Ich finde hier... Ach, und dann hast du eine Fackel, ohne dass du sie in der Hand halten musst. Eine Kopflampe, Alter, hast du da. Das wäre eine richtig nice Geschichte. Oh, guck mal, 70,1, wenn ich die Fackel ausruste. Das ist ja eine richtige, unnötige Frechheit. Kannst du nicht gucken, ob du dich an dem Feuer da irgendwo anzünden kannst? Ja. Aber wo siehst du hier... Ja, wo sehe ich hier Feuer? Ist irgendwie vielleicht hier, Sani... Ja. Vielleicht eine Rolle? Wir haben leider eine Fettroll. Aber wie lustig ist das denn? Dass man da den Kopf reinstecken kann. Huch, sind wir jetzt... Nein. Das sieht mir doch auch nach einer Geste aus, oder? Der Bereich da. Dieser Altar. Aber wir haben halt immer nur die gleichen lamen Gesten. Immer aber nur die sind Trauer auch voller Wachs. Und Gebet und so. Die sind auch voller Wachs. Aber vielleicht, wenn wir zum Drachen gehen und uns da anzünden lassen? Weil der schießt ja mit Feuer. Den haben wir doch besiegt, den Drachen. Guck mal hier, die haben auch alle so Wachs. Jetzt sehen wir aus wie von denen. Vielleicht sind das jetzt Freunde von uns. Vielleicht denken die jetzt, oh, die hat ja auch... Kerzenhalter! Vielleicht kannst du dich mit dem anzünden. Einst ein Kerzenhalter mit... Elfenbeinschuppen der Gelehrten aus dem großen Archiv. Er dient als Wegweiser und Werkzeug zur Selbstgeißelung. Noch heute können die Träger diese Waffe von seinen... Er leuchtet kurzzeitig die Umgebung und bietet zusätzliche Wegweisung. Der weist uns den Weg. Ist ja mega gut. Können die nicht effektiv nutzen? Warum? Weiß es nicht, aber... Glaube oder so ein Kram. Also kann ich ihn hochhalten. Aha! Und jetzt das X bedeutet, dass du ihn nicht... vernünftig führen ja, kannst, aber du nicht, kannst ihn einfach in der Hand wir halten. Wir brauchen oder? 16 Glaube dafür. Aber... Wie viele haben wir? 8. Das kannst du vergessen. Oh Gott. Aber ich finde dieses ganze Gebiet total geil. Diese ganzen Bücher. Ja, das ist eine Bibliothek, die gleichzeitig viel mit Wachs hantiert, was, um ganz ehrlich zu sein, nicht die beste Kombination ist. Aber ich
mag dir, ich kann das richtig riechen hier. Ja, ja. Die alten Bücher. Das, glaube ich, wäre auch noch ein Lebenstraum von mir, so eine richtig große Bibliothek zu haben. Nicht, dass ich es lesen würde. Es gibt so dieses, richtig schön, glaube ich, würde dir richtig gut gefallen. Googelt mal Umberto Ecos Bibliothek. Aha. Traumhaft. Traumhaft. Vielleicht findet ihr es und könnt ihr es einblenden, liebe Regie. Aber das ist auch eine der schönsten, wo ich mir denke, wow, das wäre mal ein Lebenstraum, sowas. Da sowas zu haben auch einfach, ja. Okay, jetzt habe ich ein Problem. Umberto Ecos Bibliothek. Bitte gehen Sie weg, Bug. Okay, das ist jetzt. Den kriegst du hin. Den kriegst du hin. Okay, Das ist ein Dummy. Ach, du hast noch deine Fat Roll, oder was? Nee, geht. Das ist blitzschnell. Wachsschnell ist der. Oh, der nimmt auch richtig was weg. Oh Mann, jetzt macht er Holy Damage mit seiner. Oder Eis? Frost, ja. Ja, das wollte ich. Stark, Backstab O'Neils. Boah, der macht aber richtig viel Damage, siehst du das? Du hast ihn jetzt schon angenealst, jetzt nielst ihn einfach weg. Der muss sich auch denken, wie das ist so dieser eine Schüler, der Karate kann und dann in der Schlägerei immer so krasse Moves macht und sich rollt und wirft und so und der andere einfach nur zuguckt. Ja, und dann ist der andere völlig außer Atem. Gibt er ihm einen, ja. Und das sind jetzt alle Items, die wir haben oder alle, die es gibt? Wir haben doch nicht so viele Schilde, oder? Nee, das sind nicht die Items, die wir haben. Alter, das ist, ich komme nicht an ihn ran. Ich bin auch so ein bisschen gerade im. Du musst noch reinkommen, du machst dich warm gerade. Ist völlig normal. Ich bin auch so ein bisschen im Elden Ring-Style noch unterwegs. Was heißt das? Ja, da kann man zum Beispiel springen und so. Das heißt, da kannst du bei Elden Ring kannst du mit der X-Faste springen. Kannst du zum Beispiel von oben einen Sprungangriff machen und die Deckung dadurch so ein bisschen durchbrechen und solche Sachen. Jetzt ist das Wachs auch weg. Lag das am Kampf oder lag das am Countdown? Einfach ein Timer. Ich werde uns erneut. Das ist so eine gute Bewegung, dieses Tun. Aber wer würde das tun? Ja, würde ich sofort tun. Meinst du nicht, das ist ein schönes Gefühl, wenn du so warm eingewachst bist? So einfach so eine warme Hülle wie in so Karamell um dich rum. Ja, also aber. Das glaube ich ist schon ein schönes Gefühl. Aber das macht man doch, oder sich so Wachs drauf tropfen lassen ja, und dann so abknibbeln, das habe ich schon aufgefallen. Dieses Klischee, wenn so Pubertierende anfangen, ihre Gelüste auszuleben und dann so klischeeartige Sachen machen, wie ach so, mit Wachs beträufeln. Boah, weißt du, was einer der schlimmsten Funfacts ist, die ich je gehört habe? Nee. Der Erfinder der Kontaktlinse hat sich, um Abdrücke von seinem Auge zu machen, Wachs ins Auge getropft. Nein. Boah, ey. Oh Gott. Also, da muss man, also wirklich hinter jedem trivialen Alltagsprodukt steht irgendjemand, der sich einmal aufgeopfert hat. Der gesagt hat, so, ich nehme das jetzt mal hin. Aber um was? Um den richtigen Winkel? Ja, um irgendwie einen Abdruck für die Kontaktlinsen zu machen oder so. Oh Gott, das ist ja fürchterlich. Also ganz ehrlich, das ist ja nie im Leben. Was haben wir jetzt hier einfach gesammelt? Was war das für ein Item? Hast du aufgepasst? Speer und Schuppe. Nee, ich meine, wir haben hier gerade einen komischen Kronleuchter auch wieder bekommen oder irgendwas. Achso, das habe ich nicht gesehen. Oh, ich bin ja eh so ein Augenphobiker. Ich kann das ja gar nicht. Ich auch nicht. Alles, was mit Augen zu tun hat. Das. Nee, warte mal, das ist der von dem. Du, mir geht's auch so. Deswegen, ich habe auch meine Augen nicht gelasert oder solche Sachen, weil ich da auch alles, was so auch so. Ich konnte nie wieder Darum anschauen. Ich habe mal ein Video mit der gesehen, diese YouTuberin Darum. Mhm. Und die hat dann so erzählt, Vlog-mäßig. Und irgendwann mitten im Satz, einfach so aus dem Nichts, hat sie ihre Hand so hochgenommen, hat so lange Fingernägel
und hat angefangen, so ihren Augapfel zu kratzen. Nein! Aber den Auge, nicht das Lied oder so, sondern einfach, ich dachte, oh, also völlig aus dem Nichts. Au. Und danach, sorry, darum, falls du zuschaust, ich konnte danach kein einziges deiner Videos mehr schauen, weil ich immer nur gedacht habe, oh, gleich kommt's wieder. Aber warum macht man das? Ich habe keine Ahnung. So, da geht's, ich weiß nicht, ob sie da so ein Kratz-Juckgefühl hatte oder ob da einfach so ein, uah. Vor allem auch so aus dem Nichts und als wäre es völlig selbstverständlich. Ich finde, das ist das Schlimmste, was ich je gehört habe. Allerfurchtbarste. Ich glaube, wir sagen uns heute alles, was schlimm ist, damit wir es durchhaben. Kontaktlinse und da oben, das ist jetzt schon die schlimmsten Stories, die ich habe. Oh Gott, ja, das ist wirklich. Wie cool, deine Flügel auch brennen, oder? Dass sie da bei jedem Ausrüstungsgegenstand nochmal definiert haben, was dann glüht, wenn man den Boss gemacht hat. Das ist schon cool. Ja, das ist wirklich. Aber die kann ich nicht hauen. Die wollen dich reinholen in die Geschichte. Das sind packende Plots. Die ziehen dich rein in die Geschichte. Hey, das sind wirklich packende Plots. Die geben mir Schreckensschaden oder so. Oder muss man wirklich aufpassen? Giddy geht. Das ist ja wirklich wie in so Michael-Ende-Geschichte. Dahinter ist irgendwas. Eigentlich brauche ich die Fackel. Aber wenn ich die Fackel habe, dann kann ich irgendwas anderes nicht mehr anziehen. Dann müssen wir mal kurzzeitig ausweichen auf irgendwelche anderen Handschuhe. Ja, oder gar keine Handschuhe. Und wenn wir die jetzt kannst du ja auch mit Handschuhen nicht vernünftig im Buch lesen, oder? Das geht ja auch nicht. Na, es sei denn, man hat so an den Fingerkuppen so Aussparungen. Ah ja, und dann so dieses Befeuchten, das habe ich. Machst du das, Befeuchten die Finger? Nee, ich mach das nicht mehr. Früher habe ich es mal, und dann habe ich irgendwann gedacht, dass das eigentlich auch irgendwie eklig ist. Ich glaube, das kommt so von Leuten, die so Magazine gelesen haben, so Illustrierte, ja. So Hör zu oder so, die dieses dünne Papier hatten, das man so gut lesen konnte. Und Leute, die es nicht gelesen haben, die haben das einfach nie sich angewöhnt. Ja, nee, mach das schon lange nicht mehr. Und du? Nee, ich auch nicht. Oder traust du dich jetzt nicht, das zu sagen, weil ich's geschämt habe? Nee, ich möchte zugeben, ist. Du bist ja voll viele von diesen kleinen, süßen Teddys. Funkel, Titanit, immer noch nutzlos. Und wir sind immer noch so voller Gier, wenn wir diese Dinge sehen. Obwohl wir mittlerweile wissen sollten, ja, dass es nichts bringt. Naja, vielleicht finden wir irgendwann nochmal eine Waffe. Ja, damit wir den Kronleuchter jetzt upgraden können. Ist das eine Falle? Guck mal, die haben genau diesen Wachskopf und auch genau diesen Kerzenhalter. Ja. Irgendein Geheimnis ist da. Das haben wir noch nicht verstanden. Aber wir haben halt auch. Oh, der brennt! Der gerade hat nicht gebrannt, glaube ich. Haben die eine Flammenattacke? Nee, der hat nichts gemacht. Was hat das mit diesem Wachs auf sich? Meinst du, ich hatte ja irgendwie die Hoffnung, dass sie dann denken, dass wir zu denen gehören und dann greifen die uns nicht an oder so. Können wir jetzt auch nicht testen, weil das schon ausgelaufen ist, glaube ich. Yes, noch ein nutzloses Funkel-Titanit. Also hier gibt es richtig viele. Oh! Jetzt ist die Strafe dafür, dass wir nie Glückeskillt haben, sonst hätten wir da richtig gute Brocken oder Schuppen oder Schaluppen oder Kaleppen oder sowas. Oder haben. Karavellen oder. Oh, herrlich. Oder Galeeren. Galoppo. Ich finde mal da ein Buch. Ey, da wirklich. Okay. Da brauchst du einen richtig kompetenten Bibliothekar, der das ganz. Und die Einzigen, die das wissen, werden davon uns ermordet, einfach. Ja. Eigentlich kannst du so eine Bibliothek komplett nutzlos machen, indem du den einen Typen tötest, der sich auskennt. Ja. Du musst nur das Register zerstören und die Bibliothek ist nutzlos. Weil allein die nochmal neu zu Inventar zu machen, würde ja Hunde. Das kannst du in einer Lebensspanne gar nicht machen. Boah, das ist schon echt gemein, ne? So, stell mir vor, so Bibliothek von Alexandria oder so. Du zündest sie nicht an, sondern du zerstörst nur die Karteikarten, wo alle Bücher sind. Und dann, ja, nutzlos. Ja, oder du zerkratzt die Buchrücken alle. Boah. Du tauschst die aus. Tausch die aus. Och, wie nervig. Da war eine Leiter übrigens ganz rechts. Dann zu den Anfängen von MP3s habe ich mal, also immer so bei einem Kumpel rumgehangen. Und ich bei dem einen Kumpel zusammen mit einem anderen Kumpel, das war so unser Abendprojekt, keiner hat es gemerkt, wir haben uns kaputt gelacht, haben wir alle seine MP3s umbenannt. Boah,
Alter, ist das böse. Wir haben mega viel Spaß gehabt. Er fand es nicht so gut natürlich, aber... Ja, vor allem war das wahrscheinlich die Zeit, wo du nicht so ohne weiteres den Namen von Songs rausfinden konntest, oder? Ja, aber das war also im Nachhinein, klar, war, kann man sich da auch ein bisschen drüber aufregen, aber das war im Nachhinein großer Spaß. Wir haben sehr viel gelacht, wir hingen da die ganze Zeit und wenn wir das gemacht haben, keiner ist uns auf die Schliche gekommen, haben uns so versucht, das, den Lachflash zu unterdrücken. Total bescheuert, ne? Also solche Sachen macht man, wenn man jung ist. Ja, heute, oh, da ist eine Dingsbums. Heute würde ich das natürlich nie wieder machen. Was passiert mit dem Hebel? Erstmal werde ich angeschossen. So, was hat der gemacht, der Hebel? Hast du was gesehen? Nee. Aber ich habe ihn doch schon gezogen, oder? Ja. Na, da kommen wir auch noch rauf. Das ist ja gerade richtig wild alles, oder? Und viele Möglichkeiten. Da war auch noch eine Leiter, ne, draußen. Ja, genau. Du hast vielleicht recht, da war noch eine Leiter. Man kommt vom einen ins andere hier, ne? Und die... Da ist nur noch ein Item, dann können wir es droppen lassen. Gibt es Buchdruck in Dark Souls 3? Weiß man da was? Buchdruck? Ja, oder ist das alles handschriftlich? Nee, das ist eine sehr gute Frage. Weil das würde die Wertschätzung jetzt natürlich auch nochmal verändern. Wir können ja gucken. Ob wir irgendwo eine Druckerpresse finden. Was meinst du? Ich würde fast sagen, es ist Buchdruck. Meinst du? Ja, das sind auch viele ähnlich aussehende Bücher. Guck dir mal so eine Seite an auf dem Boden. Das Buchdruck. Das Handschrift, oder? Ja. Naja, ich glaube, wenn du so ein echt so ein Schreibermönch bist, kannst du das schon auch sehr präzise und ist die Leiter? Schnell, wie die haben bestimmt auch super schnell geschrieben, oder? Weiß ich gar nicht. Hier, wir haben einen Shortcut freigeschaltet, direkt unter dem. Nee. Unter dem ersten Wachsbecken, ne? Nee, das ist gar nicht das. Warte. Oder? Müssen wir uns merken. Falls wir jetzt sterben sollten, wissen wir, wo das ist. Und. Da kommt man auch irgendwie rauf. Da muss man sich auch droppen lassen können. Mhm. Ich bin halt immer noch auf der Suche nach irgendeiner Möglichkeit, den Docht doch zu entzünden. Ja, das verstehe ich. Das hatten wir ja gemacht. Ja, die hatten. Hier waren wir auch. Hier ist das zweite Becken. Genau, okay. Jetzt hör doch mal auf. Ich will mich erstmal orientieren. Das ist ja wirklich wie in der fucking Geisterbahn hier. Also wir haben auf jeden Fall... Irgendwas hat dieser Hebel gemacht. Und es macht mich wahnsinnig, dass ich... Ja, das ist nervig. Mal, was da gemacht hat. Weil wie soll man jetzt wissen, was vorher schon so war und was sich verändert hat? Da ist der Schurken-Zauberer. Nein! Oh, das ist gefährlich, was ich hier mache. Das ist die Oberhexe. Ach, die hast du auch schon zerstört vorhin. Nein, eben nicht. Die habe ich nur angehört. Ja, aber so eine von denen hast du. Ach so, die hat sich wegge. Ja, die hat sich wegge. Und ich sehe auch nichts wegen dieses Bugs. Aber jetzt. Oberhex ist tot. Und jetzt kommt ihr Freund. Autsch. Warte. Alter. Was? Jemand ist in der Lebendigkeit angetroffen worden. Oh, das ist ja, ey, wir müssen gleich nochmal neu starten. Fürchte ich, das macht doch so, ist das doch einfach. Wie soll man das schaffen? Man sieht auch, was haben wir? Kristallschriftrolle? Ja, Kristallschriftrolle. Noch einer von denen! Boah, Alter, mittlerweile sind sie aber gemein und frech geworden. Die verstecken sich hinter der Wand. Auf jeden Fall, wir haben schon mal irgendeinen kleinen Shortcut freigeschaltet. Das ist schon mal... Ja, Shortcut und einen Hebel gedrückt. Das ist schon mal nicht schlecht. Das nimmt uns keiner mehr. Aber es gibt ja manche Spiele, die sind so gemein, ja, wo du mal. Zu einem gewissen Orten nur... Und ihn. Nein. Das sieht doch aus wie ein Geheimgang. Das ist zu offensichtlich. Das ist zu offensichtlich. Das ist auch sogar eine Pforte. Das ist zu offensichtlich. Das ist ein Geheimgang. Das... Nils Behmhoff! Nein. Tu es. Ist das ein Endboss? Wer es findet, muss es töten. Das ist die Regel. Ich kann den nicht anvisieren. Vielleicht ist es gar kein Böser. Vielleicht ist es ein Freund. Das ist hundertprozentig ein Gegner. Oh, jetzt kann ich ihn anvisieren. Scheiße, ich sehe nichts. Woher weiß der Bug eigentlich, wann wir kämpfen und wann nicht? Was ist denn das eigentlich? Dass der nur kommt, wenn man kämpft? Ach, aber so einen haben wir ja schon gemacht. Nein, so ein Kurabi-Mann. Ja, den Frostmann. Dr. Bofrost. Ich
möchte sagen, ich meine, ich sehe zu wenig. Ich habe irgendwelche Erfrierungen erlitten. Ich sehe nicht mal, ob ich noch irgendwelche Tränke habe und ich weiß nichts. Ich stelle mir mal den vor, der in dem Moment reinschaltet und sagt zu Dark Souls, aha, nee, irgendwie, weiß nicht, gefällt mir der Grafikstil nicht so gut. Ah, schön. Wir laden gleich neu, du musst ja eh gleich mal überlegen. Du schaffst es. Und dann können wir neu starten. Und dann, aber jetzt will ich wissen, warte mal, nee, hier war die Rolle, genau, hier sind wir durch. Moment, das ist alles, naja gut, aber das würde ich sagen, ist halb geheim, oder? Also da war ja schon, ja, da war ja auch diese Metallpforte und so, also. Aber hier können wir so Kopernikus natürlich jetzt. Kannst du da reinlugen? Gut, das ist natürlich, hilft natürlich nicht viel in dem Innenraum, aber. Obwohl, vielleicht lesen die Bücher so. Ich bin zu faul, auf die andere Seite zu gehen. Ja, nimm einfach das Periskop. Guck mal, der ist bestimmt ein großartiger Gelehrter gewesen. Seelenstrahl. Zauber. Aber der hat auch noch so. Wie kann er denn lesen? Der hat doch voll Wachs über den. Wahrscheinlich damit die immer Licht haben. Haben die sich einfach irgendwann Kerzen auf den Kopf gesetzt? Das ist ja auch eigentlich nicht dumm, aber. Vielleicht gibt es da sogar wirklich Vorrichtungen, was ist denn dass mit du so den Augen? Kerzen auf den Kopf hast. Was ist denn mit den Augen? Das ist ja einfach ein Labyrinth. Ich muss mal wieder ein bisschen snacken. Ich habe das Gefühl, wir werden hier voll viel übersehen. Es ist so verwinkelt und so viele kleine Dinge hier. Hebel und Wände. Ich verstehe auch gerade gar nicht, welcher war jetzt der Bossraum, der, in dem du jetzt gerade bist? Ja, da wo wir raus sind, genau. Und hier kann man sich ja nochmal irgendwo droppen. What? Moment, das ist jetzt alles hinter der geheimen Wand? Nee, der Eingang zur geheimen Wand war hier. Naja, und da war nichts drin. Die haben wir schon runtergekickt. Naja, wir haben immerhin Seelenstrahl bekommen. Die haben wir runtergekickt. Ja, das ist. Warte mal. Da? Da kommt man auch regulär rauf, oder nicht, ja? Aber hier waren wir noch nicht. Und wieder irgendwelche Hände daraus? Beichtstein. Das ist gut. Was ist Beichtstein? Beichtstein ist. Das ist eine gute Frage in erster Linie mal. Oh, da haben wir sogar 6 Stück von. Waffendurchwirkung aufheben. Ah, okay. Da können wir das in Edelstein lösen, den wir da angedockt haben, um wieder was anderes reinzumachen. Guck mal, wie viel wir von diesen geilen Steinen haben. Wir haben. Was brauchen wir nochmal für einen? Titanit, nicht Schuppe, sondern wir brauchen irgendwas anderes, ne? Brocken? Nee, Brocken ist irgendwas anderes. Splitter, glaube ich, oder? Spratz. Ich will irgendwas mit Spritter, Schnitzel oder irgendwie sowas. Schneid, Schnitz. Florentin, wir haben 70.000 Seelen. So, what? So viele Gegner besiegt? Wir haben 70.000 Seelen. Durch den. Okay. Zum Glück habe ich das gecheckt, weil ich wollte gerade da jetzt lang gehen. Und ich werde nicht gegen so einen großen Ritter kämpfen, was auch immer da noch hinter ist, mit 70.000 Seelen. Wo kommen die denn her? Okay, lass uns mal bitte gemeinsam noch einmal checken, wie wir zurückkommen. Okay? Ja. Dass wir einmal aber wissen. Durch den Geheimboss wahrscheinlich, oder? Dass der extra Seelen gibt, wenn der geheim ist. Aber vielleicht. Ich habe auch nicht drauf und geachtet. Diese große Hexe vielleicht. Ah, warte, hier ist auch noch was. Das ist auch wieder ein Shortcut, hoffentlich. Das ist ja so ein Labyrinth. So, ich möchte jetzt bitte ein Bonfire haben, weil ich habe zu viele Seelen. ey.
Das ist wahrscheinlich auch wieder eine Abkürzung von irgendwo. Wo wir das ist eine Falltür? Nee. Nicht. Okay. Ja, aber jetzt sind wir wieder im Hauptwachsraum, oder? Das hoffe ich. Hier waren wir auf jeden Fall schon. Da liegen ja die Leichen rum. Also, okay, pass auf. Da ist es. Diese Tür ist gerade. Da ist ein Bonfire. Das ist Bonfire, genau. Geil. Und wir. Super, dann gehe ich da jetzt ran, fahre nach Hause. Und wir haben jetzt hier diverse Shortcuts gemacht. Willst du einmal noch in Ruhe, weil du übernimmst gleich? Musst du sagen. Das machen wir gleich, machen wir gleich. Geh jetzt erstmal nach Hause und dann schauen wir auch mal, was wir mit den Boss-Seelen machen. Genau, ich will nur sagen, wenn wir jetzt hier nach Hause kommen, wiederkommen, ist ja wieder alles voll, ne, von diesen Gegnern. Und die musst du ja nicht alle nochmal machen. Kannst du natürlich, wenn du willst. Deswegen, vielleicht macht es Sinn, einmal zu gucken, wo du langläufst. Solange hier niemand ist. Zum Beispiel genau hier. Da ist ja der Aufzug. Also wenn du hier zurückgehst. Ja. Rechts, und linker hoch, Flügel. Genau. Ja, okay, also cool. Da könntest du lang. Genau, dann nehmen wir das. Dann musst du hier gute nicht nochmal mit den Gegnern. Du bist so vorausschauend. Du hast wirklich schon die nächsten Schritte geplant. Ja, ich habe alles für uns beide bereits. Und was skillen wir jetzt? Machen wir erstmal Geschicklichkeit auf 40 und dann... Würde ich sagen, ja. Und dann gucken wir dieses Video die nochmal an, um zu checken, wo die ganzen Seelen herkamen. Vielleicht echt bei dem Geheimboss. Oder jedes Mal, wenn man in Wachs taucht. Ah, wahrscheinlich nicht. Höchstwahrscheinlich nicht. Bin kein Game Design Experte, aber Belohnung für Dinge zu bekommen, die nicht schwierig sind, ist wahrscheinlich nicht die beste Idee. Then touch. Okay, also wir können jetzt wir sind schon wir haben schon fast 40 Geschicklichkeit. Und ich würde dir auch eine Belastbarkeit schenken. So? Das ist so nett von dir. Und es passt halt genau. Das ist super, oder? Jetzt guck mal bei dem Fürst, was noch für... Ja. Ey, wie gesagt, ich hätte auch mal Bock auf so eine Zweihandwaffe. Und da ist vielleicht mal irgendwann mal was Dickes dabei. Achso, das ist hier der neue Lootlet. Nee, warte mal. Ich bin an dem schon vorbei. Der sitzt doch da. So kann ich gerade nicht mit dem reden. Aha, da. So. Wir können auch die Seelen, die wir nicht benutzen, ne? Also wenn wir jetzt zum Beispiel eine Seele haben, die uns nur Zauber bringt oder sowas, können wir die auch verkaufen. Oh, das ist natürlich auch gut. Also wir haben hier Seele, Diakone des Abgrunds, das wären. Das ist ein Zauber. Hochfürst Wolny. Das ist auch ein. Moment, wir hatten jetzt doch gerade den Drachentöter besiegt, ne? Der mit dem Karamelldrachen gekämpft hat. Ja. Seele der Tänzerin. Das haben wir hier, genau. Das ist. Braucht man Doppelmagieschwert. Aber Magie haben wir nicht. Ja, da bräuchten wir Glaube. Ah, ja, doch. Wir haben sogar Intelligenz, haben wir 10 und Glaube 9. Bräuchten wir einen noch, um das nutzen zu können. Die Frage ist, ob das halt besser ist. Das macht physischen Schaden, Magie und Feuer. Die könnte man sich theoretisch mit dieser Seele kaufen und einfach mal gucken. Oh, guck mal hier. Jorms Großmachete, aber das ist eine Stärkewaffe. Gibt's denn nicht Zweihandwaffen, die mit Geschicklichkeit skalieren? Sowas wie ein Speer oder so ein Kampfstab oder so eine Stiere oder so ein Bill oder sowas? Papier des Kristallweisen, okay, der hat jetzt wieder... Nee, warte mal. Eine helle Bade vielleicht oder sowas. Der skaliert auf Intelligenz mit C, ist eigentlich auch nichts für uns. Helle Baden gibt's bestimmt. Können wir gleich mal gucken, ob da was irgendwas bei ist, was dir gefällt. Haben wir nicht. Jorm des Riesen. Okay, guck mal, von Jorm könnte man dieses Schwert, also dieses Schild bekommen, braucht man nochmal 40 Stärke. Und das zweite von Jorm ist diese Machete. Die können wir eigentlich auch nicht nehmen, weil die 38 Stärke benötigt. Da werden wir eh nicht hinkommen und dann... Ja, aber wo sind die Drachentöter-Sachen? Das ist Seele eines Dämons. Da war es gerade. Das? Da, ja, eins hoch. Hier. Der Drachentöter-Rüstung. Ach, guck mal hier, also das sind jetzt Stärke 40. Okay. Ja, das sind alles Stärkewaffen. Drachentöter-Rüstung, Seele eines Dämons. Das ist alles, sind keine Geschicklichkeitswaffen, keine von denen. Aber ist die denn zumindest gut, die Drachentöter-Axt? Diese? Nee, die rechts daneben, die richtig dicke. 200 plus 80. Oh, und Blitzschaden macht die auch noch, guck mal.
Also die hat 280 physischen Schaden und dann noch diesen Blitzschaden, das ist natürlich geil. Aber wir kommen nicht auf 40 Stärke, da brauchen wir 21 Level noch, bis wir auf überhaupt, wenn wir jetzt alles machen, brauchen wir 21 Level. Ist lang. Dann machen wir auch nichts anderes mehr, nur um diese Axt. Ach, irgendwie diese Boss-Seelenbelohnungen sind im Off-Level. Also wir haben noch, nicht so ich finde auch, also wir haben noch keine bekommen, wo man wirklich, dieses eine Schwert haben wir benutzt. Genau. Aber ansonsten finde ich, also es gibt erstaunlich viel Stärkewaffen. Ja, weil die Bosse halt immer groß sind, ne? Es gibt keinen so einen Mäuseboss oder so einen kleinen. Aber ich find, bin auch ein bisschen beleidigt, also ich finde. Naja, einen Bogen haben wir ja einmal bekommen, den du verschmäht hast. Stattdessen lieber deinen Haselnussbogen dann nur benutzt. Ja. Das ist deine Entscheidung. Aber ich find's wirklich irgendwie total gemein. Es gibt nur Stärkewaffen. Okay, also das, wenn wir sagen, da ist nichts bei, wir könnten zum Beispiel Jorms Seele verticken. Wenn wir sagen, okay, wir nehmen weder seine Großmachete noch sein Schild. Weil wir eh nicht auf 40 Stärke kommen, dann können wir die auch verticken. Dann können wir dafür noch ein Level machen oder so. So, und dann hätten wir deine Drachentöter-Seele, da könnte man diese, da braucht man. Das ist alle Seelen verkaufen. Okay. Sind alle nutzlos, sind alle Schwachsinn. Und es ist vor allem auch zu unübersichtlich. Ich will das nächste Mal nach dem nächsten Boss in dieses Menü gehen und nur die angezeigt haben, die neu sind. Das ist das Geht Einzige, das? Was vielleicht hier vielleicht. Was man ausprobieren könnte, müsste man ein Level auf Glaube machen. Wir fangen doch jetzt nicht mit Glaube an, Nils. Ein Level, ne, ich meine. Wir sind Atheisten, wir glauben nicht, wir können das uns nicht aufzwingen. Gut, aber möchtest du, die kaufen mir diese Doppelmagische? Nein. Okay, dann alles weg, ja? Ich das richtig? Sagen, alles Alle, weg, ne? Okay. Gut. Was zu sagen? Most illustrious Lord Seeker. Or should I say, ja? Fine kindling for the thrones and all slain by thy hand. Oh. Ich weiß gar nicht, ob wir das schon mal gefragt haben. Du meinst, es gibt noch einen anderen Fürsten? Der hat da noch andere Sachen im Angebot, oder was? Nee, ich glaube, dem bringen wir die Seelen von den Typen, die wir platt machen. Und dann, es gibt halt, für jeden Thron gibt es einen Typ, den wir besiegen müssen. Und er ist ja jetzt der Erste, der gekommen ist. Und der. Und wir haben erst einen von fünf? Ja, ich glaube, warte mal, oder zwei? Warte mal, wir laufen mal eben ab. Wir haben doch nicht. Wir haben ein Fünftel des Spiels. Ja. Aber wie lang ist denn dieses Spiel? Alter, wie stark wir werden. Wir haben ja jetzt schon fast 40 Geschicklichkeit. Wir können ja fast nicht. Wir sind ja fast am Limit. Da liegt der, den haben wir da. Den, guck. Der da oben. Den haben wir erwischt. Also sind nur noch drei Throne frei. Na dann. Das ist es doch. Super. Wir nutzen diese Erkenntnis, um ein bisschen Werbung zu machen. Ein einziger Spot. Dann sind wir gleich zurück. Dann übernimmt gleich Florentin. Was wolltest du noch sagen? Wir laden auch mal neu, damit der Bug sich erledigt hat. Exakt, das machen wir. Und dann werden wir hier richtig bugfrei aufräumen. Das wird ein großer, großer Spaß. Und ich rede aber noch einmal mit dem. Hey Leute, seit 2015 senden wir für euch auf Rocket Beans TV Content rund ums Spielen in allen Facetten. Kostenlos, von Anfang an. Und das soll auch so bleiben. Viele von euch unterstützen uns trotzdem als Mitglied des Rocket Beans Supporters Club. Dafür sagen wir Danke, denn dadurch können wir weiterhin unsere Ideen nach unseren eigenen Spielregeln entwickeln und all den Kram machen, den ihr hier in diesem Video gerade seht. Wenn dir unser Content gefällt, besuche rocketbeans.tv/support und werde Mitglied im Rocket Beans Supporters Club. Du entscheidest, was es dir wert ist. Ich muss ganz kurz an die frische Luft, weil das wird mir echt gerade zu krass. So eine Creme, wenn du so... Was ist eine Creme-Roulade? Naja, wenn du so ein... Du machst so einen dunklen Teig, flächig, und dann machst du so da so eine richtig schöne Sahnecreme rein und dann rollst du den so auf und dann frittierst du das Ganze. Frittieren? Dann hast du eine Creme-Roulade, ja. Mit Sahne? Ja, ja. Frittierte Sahne? Ja, ja. Das wird dann so warm und stockt. Und, es ist keine Sahne, es ist eine Sahne-Creme. Es ist so ein bisschen dicker und es ist dann so ganz cremig und du schneidest es auf und es ist quasi unmöglich,
gut, vernünftig zu essen, weil wenn du eine Seite aufschneidest, quillt es direkt raus und dann tunkst du das immer so rein. Das klingt richtig lecker. Interessant auf jeden Fall. Richtig lecker. Das will ich jetzt haben. Ja, wir reden gerade, wir müssen uns noch ernähren. Wir werden, du kriegst das gleich, ich will dir schon einmal Sache zeigen. Sei nicht so ungeduldig. Und zwar habe ich gerade einfach aus Spaß mit diesem Typ hier nochmal geredet. Wo ist er denn jetzt? Ist er jetzt weg? Der hier mal saß. Der saß doch gerade noch hier. Bist du sicher, dass du mit ihm geredet hast? Bist du sicher, dass er hier existiert? Ist er jetzt woanders? Ich hoffe, er ist jetzt nicht einfach abgehauen. Jedenfalls ist er nicht mehr da. Vielleicht hat er seine Geschichte auserzählt. Und ich habe mit ihm gequatscht, weil ich irgendwie gedacht habe, man muss ab und zu mal mit den Leuten reden, das ist gut. Und der hat uns original einen Ring gegeben und den gucken wir uns jetzt gemeinsam Pharaons an. Ring. Pharaons Ring. Ach, ich trottel. Man kann eigentlich, ich habe das Gefühl, wir können hier keinen einzigen Ring aufgeben, weil die alle gut sind. Pharaons, der da. Verringert Verbrauch von Fähigkeiten. Ja, FP. Was ist FP? Ist Mana. Das klingt aber gut. Also, wenn man so einen Magier spielt. Okay. Okay, das heißt, theoretisch, dass diese Aktion hier, ich zögere das hinaus, guck mal, diese Aktion würde wahrscheinlich mit diese hier, würde auch weniger kosten. So. Gut, so. Florentin Will übernimmt, meine Damen und Herren. Florentin Will am Platz. Das Erste, was ich mache, ich ändere den Ring. Diesen TP-Regenerationsring, oder was? Ja. Tu es, mach wie du magst. So, wir fliegen. Erinnere mich daran, dass ich es rückgängig mache. Wir fliegen ins große Archiv. Ein Buch kann einen fliegen lassen. Ja, das gibt doch ganz viele so Tintenherz oder wie heißt das, diese Bilder, wo man auf Büchern fliegt. Egal. Was ich sagen wollte ist, wo wir gerade bei Sahnerollen sind. Ich habe mal früher, als ich Kind war, ich erinnere mich, da gab es von meiner Oma häufig so eine Schokorolle, so wie so ein Zylinder. Und da war in der Mitte Sahne. Und die war richtig schön an den beiden Enden dieser Schokorolle, quoll die schon so ein bisschen raus. Mhm. Und die hab ich damals öfter gegessen. Und da habe ich die bestimmt 25 Jahre oder so nicht mehr gegessen. Gefühlt, also die war aus meinem Gedächtnis verschwunden. Und dann irgendwann, ich glaube, ich war bei meinen Eltern oder was, ich weiß es nicht mehr. Du bist richtig, also, da gab es auf einmal diese Rolle. Ich glaube, es war Kaffee und Kuchen bei meinen Eltern oder sowas und die hatten irgendwie so ein paar Kuchenstücke geholt und da war diese Rolle. Mega gut. Und dann habe ich nach 20 Jahren diese Rolle wieder gegessen und diese Explosion der Erinnerungen. Wahnsinn. Diese geschmacklich gespeicherten Erinnerungen, das war so krass. Wie, und da, sowas, da musste ich gerade dran denken. Ja, das ist echt eine Zeitreise manchmal so. Wirklich wahr. Wenn man es nicht jeden Tag isst, ne? Weißt du, wenn du jeden Tag, dann werden die überschrieben, die Erinnerungen. Ja, du darfst es auch nicht übertreiben. Ja. Ah, der beschmeißt sich mit Wachs. Was sind diese Armalarme hier? Ist das die glaube ich, geben diese Schreckensherrschaft da unten, diesen Terrorbalken da. Und dann, wenn der voll ist, dann haben wir ein Problem. Die wachsen mich aber ein, oder wie? Ist das die Idee? Ja, ist überall. Ist jetzt auch eingewachsene Fingernägel. Das ist das Schlimmste, was es gibt, eingewachsene Zehennagel. Ja. Boah, das ist so unangenehm. Oder auch diese kleinen, wie heißen diese kleinen Hautspitzen, die so aus dem am Rand des Nagels so. Die haben keinen Namen, aber wir haben mal im Podcast gefragt, so was sind Namen, was sind Begriffe, so also Kleinstdialekte, so Bezeichnungen, die es nur bei euch in der Familie gibt. Und da hat eine Hörerin geschrieben, bei ihr in der Familie werden die Pips genannt. Pips? Ja. Das ist ja süß. Sehr süß. Wo ist denn der Schütze hier oben? Weiß nicht, aber du kamst da immer auf das Dach rauf. Vielleicht warst du da sogar richtig. Verflucht. Oh, du musst. Oh Gott. Das war's dann schon? Ich habe auch 11.000 Seelen jetzt schon. Hattest du gerade 11.000 Seelen? 11.000. Das ist ja voll der Seelenquell hier. Okay, dann geben die ja richtig viel. Kein Wunder, dass wir 70.000 gerade hatten. Das ist ja, da kann man ja richtig geil farmen hier in diesem Gebiet. Ja, Wissen ist Seele. Ja. Wie du an denen vorbeiläufst, als wenn das so kleine, fiese Ratten wären einfach, die man ja missachten kann.
Ja. Aber ja. Wie gehst du mit dem Armalarm um? Was machst du da? Mit dem Armalarm? Machst du da gar nichts oder? Was ist Armalarm? Ja, diese Arme, die greifen aus den Büchern. Ach so, ja, ich versuche einfach nicht mich lange in deren Griff aufzuhalten, damit dieser Terror da nicht sich aufbauen kann. Und dann ist es nicht so schlimm. Eines Tages ist meine Zeit gekommen, während sie alle auf der Straße stehen und rufen. Florentin, Florentin, du hast den Raum gefunden, du hast den Raum gefunden. Das hat uns gut gefallen, das hat uns gut gefallen. Hört mal auf mit eurem Nonsens! Ach so, die Arme, die machen nur... Ein Terror da. Ja, Terrorbalken. Da oben sind deine Seelen auf der Treppe da. Oh, da schießt jemand. Noch einer. Ach, der ist das. Ist er nämlich ein bisschen an an Luigi's Mansion. Menschen! Oh, das ist eine Kiste. Truhe. Aber ist es eine Truhe? Ist gute eine gute, Truhe? Ist eine gute. Die gute Truhe. Aber wie kann ich so... Du nimmst das Item finden? Nicht. Titanin-Schuppe! Yay! Weg damit. Steht davor, guckt, läuft weg. Da sind deine Seelen noch da oben auf dem... Da kommst du auch rauf, genau. Meinst du, da ist irgendwas? Oh, Alter, hier kann ich sliden. Hier kann ich sliden. Alter, ich mache hier einen Sprung. Sprungwurf. Ich bin Handballer. Okay. Sprungwurf. Wie oft, du hast ja Handball gespielt. Ja. Wie oft kommt es vor, dass man wirft und man ist mit den Füßen eigentlich schon auf dem Boden, bevor man den Ball loslässt? Auf dem Amateurniveau, auf dem ich gespielt habe, regelmäßig. Wird das immer abgepfiffen? Nein, auf Amateurniveau natürlich nicht. Das ist wahrscheinlich so wie abseits im Amateurfußball. Wird ständig gefressen. Das kannst du dir nicht leisten. Das. Aber was ist dieser Weg hier auf dieses Regal? Vielleicht war da ein Item oder so. Hier. Oder kommt man da überspringen, ey. Oh, hier ist Blut. Hörst du das? Hier ist fern ein Mord statt. Hier ist Blut. Hörst du den Gesang? Da draußen ist der Karamellkönig wieder. Oh ja. Siehst du links oben durchs Fenster? Ja, hab ich gesehen. Der singt einen schaurigen Gesang. Na gut. Nee, der war, glaube ich, noch eine Treppe hoch, ne? Wirklich? Ich dachte nur auf das Kann man da nicht Regal. Oder hier links in den Eingang. Ja. Da. Das ist schon wirklich ein Irrgarten. Ah, Fritzelfchen. Okay, und raus da, roll dich weg. Ein gealterten Edelstein. Werden wir jemals gegen den kämpfen oder ist der nur Deko? Weiß es nicht. Kommt der? Halte der Karamell dran. Komm her! Der kann zu uns jetzt geschwungen. Mit seinem Rüssel. Also auf die Dächer kommt man auf jeden Fall auch. Überall. Ich hoffe so sehr, du findest irgendwann nochmal eine Tür. Also hier ist nichts, oder was? Doch, das kann man ja runter, da. Leiter oder was da. Wobei das, ne? Da möchte ich mal Einspruch erheben. Guck mal. Die Mauer da, ne? Also, ja. Weißt du, was ich meine? Also ich verstehe. War da wirklich mal eine Lücke? Oder es soll heißen, dass diese Burg schon so lange kaputt ist, dass da jemand eine Leiter auf den kaputten Zustand gebaut hat. Das kann nämlich auch sein. Es könnte entweder besonders gutes Storytelling sein oder schlechtes. Guck mal, hier ist doch eine Fackel. Das ist eine Fackel. Guck mal, wenn ich hier mit meinem Dochtkopf hinst... Nee, oder? Aber das kann doch nicht sein, dass man sich nirgendwo anzünden kann, oder? Das finde ich auch nicht in Ordnung. Irgendwann werden wir diesen Punkt finden, wo man sich anzünden kann und dann werden wir ihn übersehen, weil wir es vergessen haben. Aber die Frage ist, also dieses Wachs, die Wachshaube ist ja auch vergänglich. Nicht umsonst haben sie überall diese Wachsbäder, weil sie wollen vermutlich verhindern, dass sie
in die Situation geraten, dass der Wachs abpoolt und sie können ihn nicht erneuern. Ui! Gargoyle. Steinige, da ist er wieder. Den kennen wir doch noch. Von diesem anderen Bauwerk. Oh, dann machen wir aber recht wenig Schaden. Die Frage ist, ob man bei so Typen überhaupt diesen unseren Blutungseffekt spürt. Ja, verzögert euren Bullshit halt einfach. Warum auch nicht? Ist ja kostenlos zu fliegen. Kostet ja keine Kraft. Ja, so war jetzt nimmt das schon ein bisschen Schaden. Wieder da wenig. Oh, 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 oh. Also. Leider nicht anvisierbar. Oh, Alter. What? No. Wie viel Ausdauer hat der Typ denn eigentlich? Der ist, obwohl er so aus Stein ist, finde ich, hat er... Boah, ey, wirklich. Ja. Jetzt hast du ihn. Einmal noch, nein! Ja! Das ist ja wie so der Inbegriff des Dark Souls Bullshits, dieser Kampf. Dumme Kamera, nichts gesehen die ganze Zeit, konnte nicht anvisieren. Nervig. Aber gut, das gehört dazu. Kampf des müden Kriegers. So klingst du auch gerade. Oh, guck mal, hier wieder zwei Freunde. Direkt den nächsten. Da hat jemand was dagegen, noch einer. Was war das denn für ein Power-Move? Der hat nur eine Fackel, der andere hatte so einen Speer. Guck mal, jetzt, wenn wir jetzt unsere Haube hätten. Abvisiert, ohne Grund. Oh, jedes Mal, wenn der hochfliegt, wird er abvisiert, oder was? Oder hat man gar keine Lust direkt, ey? Mann, warum denn? Warum denn, Spiel? Du weißt doch, dass da ein Encounter läuft. Du weißt doch, dass ich gerade gegen den Gegner kämpfe. Und trotzdem visierst du ab, wenn der mal hochspringt. Nicht in Ordnung. Warum denn? Warum denn? Ich finde es auch nicht in Ordnung. Und ich finde, es müsste irgendwo auch die Möglichkeit geben. Vielleicht ist das ja die Bibliothek der Beschwerden. Ja, das sind wahrscheinlich alles Beschwerden, die in diesem großen Königsreich eingegangen sind. Ja. Gesagt, ja, bring es in die Bibliothek der Beschwerden. Irgendjemand, das ist, ihre Beschwerde befindet sich in Bearbeitung. Aber wie, ich finde es gut, auch diese weise Vorausschau, dass du den Fahrstuhl dann auch tatsächlich nach unten schickst. Das sind wichtige Sekunden, die einem dadurch geschenkt werden. Klar, im Herzen bin ich Speedrunner. Da zählt jede Sekunde. Wenn du ein Spiel Speedrun müsstest, welches würdest du nehmen? Oh, das ist eine gute Frage. Das ist eine richtig gute Frage für einen Videospielredakteur. Glaubst du was wie Metroid oder sowas? Ja. Metroid Prime. Mhm. Ja, es müsste möglichst einfach sein. Und aber auch ein bisschen Spaß machen. Einfach? Ich glaube, jedes Spiel wird schwer, wenn du Speedruns, oder? Ist das nicht die Idee? Ja, aber es gibt ja auch so Speedruns, die vielleicht eher so. Feel good. Ja, wo du so Abkürzungen lernen musst oder so. Und dann gibt es auch Spiele, sowas wie zum Beispiel, ich glaube, Super Meat Boy oder sowas, kann ich mir vorstellen, dass sowas. Da, wo du eine gewisse, so wie unser Charakter, da musst du Geschicklichkeit 40 haben. Und wenn du die nicht hast, kannst du es nicht schaffen. Und dann gibt es Spiele, die sind, glaube ich, eher, wo es eher ums Auswendiglernen geht oder so. Weiß ich nicht. Keine Ahnung, ich habe noch nie ein Spiel gespeedrunnt. Ja, ich verstehe das. Wenn man den schon einmal in einem wilden Kampf gelegt hat und dann kommt man zurück und muss ihn direkt nochmal machen, das ist auch nicht in Ordnung. Jetzt weißt du, wie Sisyphos sich gefühlt haben muss. Wenn wir gerade so in so einer Bibliothek sind, Stichwort Alexandria, hast du ja von auch gesagt. Hab ich von gehört, ja. Was glaubst du, was es so für Wissen gibt, was einfach verloren gegangen ist? Ja, gute Frage.
Zum Beispiel, wie dieser Knöpsel hieß an der Hand. Ja. Da gab es doch bestimmt mal ein Wort. Ja, es ist ja eh die Frage, ob jedes Wissen dann früher oder später eh gefunden wird oder ob manches einfach für immer dann verborgen bleibt, wenn einfach niemand jemals auf die Idee kommt. Ja, ich glaube schon, wenn du mal überlegst, wie viele Einzelpersonen, Genies, die Menschheit als Ganzes vorangebracht haben. Wenn du jetzt zum Beispiel, klar, da gibt es vielleicht jemand anderes, der ihn ersetzt hat, aber nimm mal jetzt einen Galileo, einen Kopernikus, einen Da Vinci, Einstein, nimm die mal raus aus der Entwicklungsgeschichte. Da ist ja nicht unbedingt gesagt, dass jetzt zum Beispiel allein, was Einstein ja bis heute für eine Relevanz hat in der Physik, ist ja nicht gesagt, dass jemand das 1:1 gewonnen hätte, diese Erkenntnisse. Und wenn, vielleicht gibt es ja in der Geschichte solche Leute, die einfach getilgt worden sind, weil zum Beispiel irgendwelche Aggressoren haben ein Volk vernichtet, haben es aus der Geschichte getilgt und mit diesem Volk irgendwelche Erfindungen, Erkenntnisse, die nie wieder erlangt wurden. Ich leider nicht sehen, mein guter Freund. Aber, guck mal, das ist doch gut. Er traut sich nicht runter, er hat Höhner. Angst? Oh, schön, das Geräusch am Ende. Ich sehe, wie du kämpfst. Ich sehe, wie du kämpfst. 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 Kämpfst und kämpfst. Sehr, sehr, sehr ähnlich. Ich fühle dich. Auch ich kenne diese Gefühle der Resignation, der Wut auch auf das Spiel, die Mechanik, die Ungerechtigkeit, die schreiende Ungerechtigkeit. Aber diesen anbrandenden Gefühlswallungen steht ein Krieger im Wege. Wie die Spartaner an den Thermopylen. So stehst du mit deinem massigen Leib und deinem blutenden Katana diesen Gefühlen im Wege und hältst sie auf. Ach, das Schwert blutet selbst, oder wie? Ja, das hat der Blutungsschaden. Also ich finde es klingt martialischer, wenn man das so sagt. Ja, finde ich aber ein schönes Fantasy-Element, ein Schwert, das selbst blutet. Ja. Und sozusagen. Pass auf, es blutet, aber das Blut seiner Opfer und es muss ständig neue Leute töten, um das Blut aufzufrischen. Ja. Weil wenn sein Blut leer ist, stirbt das Schwert. Ja, oder es verliert seine besondere Kraft, ja, wenn es ja nicht immer. Also ah, das gibt's 100%. Du bist gezwungen, schon ständig jemanden. Das Schwert, was gezwungen war, zu töten. Aber dieser Gegner ist doch ein Witz, oder? Man verliert doch sogar das Anvisieren, wenn der einen nur an einem vorbeirast. Ich habe das jetzt ja noch nicht bestritten, diesen Kampf, aber wenn du das sagst, ja. Aber der ist ja so groß, dass du ihn ja auch nicht unbedingt anvisieren musst. Du verlierst ihn ja nicht aus dem Auge. Du kannst ja einfach zu ihm hinrennen. Ist ja egal, also. Weißt du, was ich meine? Boah, ja, natürlich machst du das. Da denn gar nichts von diesem Boss, wenn der hochsteigt. Tut mir wirklich leid. Ja, das ich kann nur auf willkürliche Timings verlassen. Vielleicht achte mal auf den Flügelschlag. Der macht so Geräusche. Flapp. Der ist schlimmer als jeder Boss. Wirklich. Der ist schlimmer als der Drachentöter-Boss. Weil es so nervig ist, wenn man ihn nicht sehen kann. Das Gute ist, gleich kommt der nächste. Ich habe lieber einen schweren Boss, den ich sehen kann mit meinen Augen. Mhm. Dessen Licht in meinen Sehnerv fällt, anstatt dieses ewige Rumgewiesen. Was ist das hinter dir wieder so einer? Der kackt dich gleich wieder an da. Aber der ist ja nicht so schwierig wie der andere jetzt. Hier ist auch ein bisschen mehr Platz, weil es nicht so eng ist. Jetzt macht er wieder seinen Flügelschutz. Ja, das war ja klar.
teile dir wieder aus. Na gut. Das sind die schrecklichsten Gegner im ganzen Spiel. Wirklich. Ich merke richtig, du brauchst furchtbar Beistand gerade. Der ist hinüber. Ist egal, gib ihm ruhig mal eins. Hat's verdient. Jetzt musst du einmal gucken, wo deine Seele ist. Das Schwert ist jetzt auch befleckt, oder? Stimmt. Ist es angewachst oder was? Das sieht ein bisschen wachsig aus, du hast recht. Oder ist das eine Lichtspiegelung? Niemand weiß es. Oder geht's tatsächlich auch runter? Willst du deine Seele noch einmal einsammeln? Die müssten ja, wo bist du runtergefallen? Hab ich die nicht eingesammelt? Hast du auch so, ja, den Schuh. Ich dachte, ich hätte die eingesammelt. Ja, das ist ja gut. Das war nicht mehr. Dann ist ja gut. Du warst ja irgendwo, beziehungsweise weißt du was, du bist ja zweimal runtergefallen. Ich erinnere mich. Dann sind die wahrscheinlich auf der Zwischenebene. Ah, da vorne ist noch irgendwas, glaube ich. Ja, da ist noch ein Item. Ich frage, ob ich dann wieder hier hochkomme. Ja. Also irgendwo muss ich mich runterfallen. Irgendeine Entscheidung muss ich treffen, da kommt man nicht drum rum. Aber keine Entscheidung ist auch eine Entscheidung. Der Mann, der sich nicht entscheiden konnte, ist, finde ich, auch ein schöner Romantitel. Es geht um einen Mann, der sich einfach nicht entscheiden kann und deswegen absolut. Nein! Ich hasse dich! Ich hasse euch! Euren Bullshit! Ja, verzöger. Ja, mach deinen unblockbaren Schildschlag. Aber vielleicht ist er gar kein schlechter Punkt. Weil wenn er den Flügelschlag macht, den kann man nicht. Der ist zu schnell, ja, den kann man nicht. Genau. Wie viel, auf einmal wie viel Beschleunigung der aus seinem Stein und Mann, ey, jetzt hör auf mit dem Scheiß. Jetzt nicht beim dritten Trottel hier jetzt noch sterben. Nein, das machst du jetzt easy. Ich glaube, der hat... Muss den von der linken Seite aus angreifen, oder? Ja, oder. Ja. Ach, jetzt geh doch drauf, Mann. Oh, jetzt nicht jetzt ungeduldig werden. Am besten von hinten am besten. Oder halt jetzt, wenn er offen ist, so genau. Was haben wir hier Feines? Titanitbrocken. Okay. Ich glaube, ich komme wieder hoch, weil das sah ähnlich aus wie das davor. Ich glaube, da gibt es wieder diese Leiter. Hier kann man springen, oder? Auf jeden Fall ist da unten noch ein weiteres Dach, auf das man fallen. Aber auch auf die, ja, auf der anderen Seite. Ich gehe lieber erstmal den nach, wo ich Items sehe, oder? Auch. Absolut richtig. Da war die also Leiter. Von hier bin ich ja gekommen. Genau, da geht's da hoch. Und da bin ich hier lang gegangen, ich kann aber auch... Da hinten war ja auch noch ein Item, wo du dich noch droppen lassen kannst, auf jeden Fall am anderen Ende der Dächer. Da hoch und dann rechts, glaube ich, war das. Hier? Nee, noch einen höher, meine ich. Da rechts. Andere Seite. Hier, oder was? Obwohl, da geht's auch nochmal hoch. Guck mal da, was ist das? Was ist denn jetzt? Ah, nee. Da geht's auch weiter. Auf der anderen Seite war halt auch noch ein Drop. Da waren wir, glaube ich, schon. Oder waren wir schon?
verwirrend. Da ist noch ein Item. Guck. Okay, hier glaube ich kann ich runter. Ein Brocken. Ja, wenn wir mehr Glück hatten, dann könnten das alles irgendwelche Wucht... Hinter dir? Wuchtbrocken sein. Ja, nicht mehr anvisiert, nicht mehr aufzufinden. Ah, ist auch runtergefallen. Aha, Trottel. Da kommt das diese Ziegel, guck mal, da kann man auch wirklich viel lernen über die Dachdeckerkunst hier in diesem Reich. Mhm. Das ist aber stolperig, da muss man aufpassen, vorsichtig. Ja, jeder Dachdecker Lawine, weiß, Lawine. Lose Dielen am Dachrand, brandgefährlich. Das ist eines der wenigen Sprichwörter, die ich noch kenne zu meiner Dachdeckerzeit. Mann, hier sind andere Ziegel verwendet worden. Die Frage ist, welche sind die neueren? Genau, das kann man jetzt so schichtartig rekonstruieren, wer hier zuerst da war. Vielleicht ist da irgendwo ein Dachdecker auch einfach verstorben oder ist eine Öffnung im Fenster. Geh mal hier runter. Kommen wir da wieder in diese Bibliothek oder was ist das? Vielleicht die oberste. Oh, das war gemein. Und hier waren wir? Also auf der oberen Ebene hier waren wir noch nicht. Da liegen ja noch, war ja noch ein anderes Item da. Das ist das gut. Okay. Hast du nicht vorhin durch das Fenster noch gesagt, hier Nils, guck mal, hast du gesehen, da ist dieser Typ wieder. Und Turn- und Knochenspieler? Ja, geil, voll gut. Das ist für unsere Flash. Ja, voll gut. Das ist ein Shortcut oder was? Nee. Warte mal, hätten wir da hoch. Guck mal, ist das ein Shortcut? Diese Leiter hinter dir? Muss man die runtertreten? Oh, hier ist wieder ein Wachsbecken. Oh, da hinten ist wieder so ein anderer Bild. Da, diese Leiter da, guck dir mal. Die. Ja. Shortcut. Und da ist, ist das wieder so ein Eistyp da hinten? Ist das derselbe? Nee. Nein. Das ist Tunken. Hoffentlich kriegt man das als Geste. Ich will überall meinen Kopf rein tunken. Dass da auch nicht Tunken steht, ne? Das ist auch ein viel zu selten verwendetes Verb. Das ist so schade. Oh, da oben hängen zwei Nöpsis. Uiuiuiui. Die wollten es auf dich absehen. Oder. Ach nee, das ist gar nicht so ein Typ. Ich dachte, das wäre so ein Eisvieh wieder. Aber es ist nur eine. Kann gut sein, dass es so ein Frostmann ist. Vielleicht eine Statue. Boah, gibt's hier viel zu entdecken, ey. Immer noch diesen einen anderen Abschnitt auf dem Dach, wo man sich droppen lassen kann. Das ist der Chefwachsmann, oder was? Rudi Wachsmann. Ja. Vielleicht sind das die Wachsenmächte. Ihr Hauptquartier. Oder halt Wachselstein. Das ist auch sehr gut möglich, ja. Auf jeden Fall solltest du wachsam sein hier. So viele Gegner da oben, steht auch wieder so ein Rittersmann. Oh! Oh. Zorro! Das ist wirklich Zorro. Das ist so einer, der an den Stufen, den steinernen Stufen lag, wo wir diese Doppelklinge da bekommen haben. Oh, da kommen seine ganzen Freunde, aber die sind jetzt aber alle... Aufgebracht, aufgescheucht. Ich brauche eine Säule. Gegen den Bogenbeschuss. Oh, der ist eine riesige Axt. Okay, alles klar. Guten Morgen. Hallo. Es freut mich auch, Sie zu sehen. Guck mal, jetzt kommen die zu dritt. Ja, geil. Klar. Das ist eine richtige Bande. Der Magier, der Zorro und der Tank. Das ist wirklich eine Gilde hier. Ja, aber was soll ich da machen? Freunde, da kann ich nichts machen, leider. Du bist alive. Ja, super weggerollt. Hey, wollen wir uns gegenseitig unsere Köpfe in Wachs stecken? Eine ganz gute Gruppe auf jeden Fall. Ja, der Tank kommt nach vorne. Ich
Die agieren leider auch. Ach, come on, Leute, das ist doch albern, oder? Leider, was soll denn hier passieren? Leider nicht dümmlich. Da bist du in der Sackgasse, ja. Da bist du in der Sackgasse, ne? Da weißt du. Wer kommt da? Der zornige Axtmann. Okay, jetzt! Ah, sehr schnell. Boah, genau. Der macht auch Blutungsschaden bei uns. Oh, Vorsicht, Leben. Denk an dein Leben. Oh, der säuft sich ein. Mir aber auch. Ich dachte, er holt seinen Bogen raus, aber es war eine super Attacke. Komm, stirb einfach. Ich hab keine Lust auf diesen Quatsch. Einmal. Yes. Nein, der lebt noch. Nein, doch nicht. Sehr gut. Jetzt sind es nur noch zwei. Ach, guck mal. Oh, Onikiri und Ubadachi. Oh, das könnten aber gute Waffen für unsere Geschicklichkeitshände sein. Ja, das klingt mir sehr nach Doppelkatanas oder so. Und ich finde immer, wenn Katanas Namen haben, das ist ein dann. Gutes Zeichen. Ja, gutes Zeichen. Ja, geil. Weißt du, den lässt er nicht. Aber der Zauberer ist weg, das ist gut. Der hängt nämlich fest. Der hier ist, konnte nicht abhauen, weil er festhing. Oh wow, der hat mich gerade gerollt. Ja. Blockt. Krass. Hopp! Du kannst auch eine Glut essen. Da ist noch eine Glut ausgerüstet. Nach unten? Ja. Yes. Das sind so Homing-Dinger, ne? Ich komm gleich auf dich zugeschossen, diese Lichtblitze da. Er denkt schon, ah, oh, mein Job hier ist getan. Oh, jetzt war er offen. Kurz. Anvisierung schlagartig verloren, in dem Moment, in dem ich mich dem Gegner nähere. Natürlich super. Au. Au, au. Sorry, da fehlt mir die Geduld. Das musst du machen. Mehrere Gegner, da schalte ich einfach aus. So, es gibt so gewisse Gegnertypen, da habe ich auch keinen Bock drauf. Schnauze voll. Das ist einfach, aber mehrere Gegner ist einfach immer für mich die lameste Spielmechanik, die es gibt. Weil das kann ich halt auch. So einfach drei Gegner hinstellen, das ist schwer. Aber die Katanas sind, glaube ich, ganz gut. Wollen Sie mal angucken? Ich glaube, das ist endlich mal die Waffe, die wir gesucht haben, wo wir endlich unsere riesigen Säcke an Prismitsteinen reinstecken können. Kritisch. Ja, machen sie beide. Der macht auch Blutungsschaden tatsächlich, die Dinger. Und der Skelett. Unitöter springt vor und schlägt mit einem Hieb beider Klangen. Achso, das haben wir, glaube ich. Na, das hat er auch gemacht, hat er ja. Gerade gesehen. Aber die muss man dann beide nicht tragen. Aber der ist nur C auf Gewandtheit? Ja, der ist halt noch nicht gelevelt. Man könnte ihn ja leveln, wenn wir sagen, die finden wir nice. Natürlich. So. Zweihändiger Kampf. Ganz gute. Das ist dieser. Okay. Aber die machen natürlich noch. Guck mal, diese beiden Bonfire, so direkt nebeneinander. Der macht natürlich so noch überhaupt gar keinen Schaden. Also er macht ein bisschen Schaden, aber er macht jetzt nicht genug. Mal ganz kurz, hier ist ja noch ein Fahrstuhl, weil ich das jetzt die ganze Zeit nur. Sind wir immer hier hoch? Nee. Ich habe jetzt auch irgendwo eine Leiter runtergetreten, ne? Kannst du die genau. Irgendwo nutzen? Oh, bewegt sich nicht, okay, dann müssen wir erst noch. Ja, genau. Ich frage mich gerade, wo. Müssen wir da auch den Fahrstuhl hoch oder war die auf dieser Ebene?
Das weiß ich nicht, wo die endet. Keine Ahnung. Oder war das da oben? Oder müssen wir hochfahren? Wo war der? Keine Ahnung. Und interessant, dass es so viele von diesen Wachsbecken gibt, aber irgendwie nichts, was man damit offensichtlich machen kann. Ja. Viele unaufmerksame Spieler würden da wahrscheinlich einfach durchrushen, ohne diese Wachsmechanik je zu nutzen. Wir aber natürlich nicht. Nee, wir halten die Augen offen. Das ist gut an uns. So, jetzt lass uns mal gucken, ob wir diese Leiter finden. Wo war die? Ist doch alles recht dunkel, ne? Ah. Was hier? Ja, das ist ja der normale Weg, ne? Wenn du jetzt links gehst und dann kommst du aufs Dach, ist die Frage, ob der Weg dann wieder in die andere Ecke rein zu lange dauert oder, ja, ich glaube, das ging ja schon, ne? Nee, aber das ist ja schon, also ich werde jetzt ja nicht die ganze Zeit nochmal gegen die Gargoyles und so kämpfen. Mir ist ja irgendwo, da ist die Leiter, da ist sie. Ah, ja, super. Was? Okay. Wo ist der denn jetzt noch wieder? Das hat jetzt viel zu viel gekostet. Der war da oben. Komme ich überhaupt die Leiter hoch oder schießt der mich vorher ab? Gefährlich. Ja. Die Welt hält den Atem an. Aber atmet auf. Da sind deine Seelen. Guck. Oh, 50.000. Ah, ja, genau. Ich war dann da hinten. Ja. Okay, dann locken wir die gleich mal an. 50.000 Seelen. Das ist ja mittlerweile, was ist das denn? 1,5 Level? Das ist ja nix. Ja. Aber trotzdem, es fühlt sich immer noch so viel an. Ja. Da sitzt der Geil rum. Stimmt schon. Man muss sich erst, das ist ja im Prinzip wie jemand, der immer reicher wird. Der hat immer noch so das subjektive Gefühl, 50 Euro sind viel Geld. Aber ist das so? Verliert man nicht ganz schnell das Gefühl für Geld? Dass man als Kind so sagt, wow, ein 10-Mark-Schein. Ja, aber das ist ja auch so, du wirst ja immer reicher. Und dann als Erwachsener denkst du dir, gewöhnen, so. Das ist nix. Was ist denn hier eigentlich noch? Ach, da ist noch ein anderer Rittersmann da hinten. Siehst du den? Ja, das war ein anderer als die anderen drei Kollegen, glaube ich. Die drei Kollegen. Können wir erstmal hier aufräumen. Das ist auch ein guter Romanband eigentlich. Die Guide Kollegen. Vielleicht kann man das Kampf gegen Derek Longfinger mit einem Satzzeichen noch kombinieren. Irgendwie. Du meinst die drei Kollegen Ausrufezeichen? Zum Beispiel. Ja. Die drei Kommata? Semikolons. Wie kann man hier nochmal sich ducken? Kann man sich überhaupt ducken? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ich bin zu sehr Elden Ring geschädigt. Das ist aber Johnny Rotauge hier. Also man kann sich bei Johnny Rotauge ein bisschen hinten anschleichen. Oh, hat der ein Riesenschwert. Das wird wahrscheinlich richtig Schaden machen. Ist aber keiner mehr hinter mir, oder? Oh, guck mal, da geht's raus. Oh Gott, erstmal Linsen. Oh, da ist wieder so ein Gargoyle. Linsen? Lunsen. Lunsen, ne? Ich dachte mir auch schon gerade. Bin ich denn jetzt gerade abgebogen? In welchem Dialekt? Da war immer noch nicht. Ist das der Teil, wo man sich droppen konnte auf der anderen Seite? Wo wir noch nicht waren, möglich. Da unten liegt auch noch irgendwas. Du hast ja so einen ganz erfrischend herben rheinländischen Dialekt, ne? Ist mir aufgefallen. Rheinländisch? Wo kommt das her? Oder wo? Aus dem Rheinland vermutlich. Da hast du viel gelebt, oder? Wie viel gesprochen, viel gehört? Ja. Ja, in Düsseldorfer Zeit.
Oh, der nimmt viel Schaden weg. Ja, also tatsächlich habe ich, glaube ich, so ein paar Sachen mir angewöhnt, die ich jetzt in Hamburg hier im Norden nicht machen würde. Zum Beispiel. Den Vornamen mit einem Artikel zu versehen. Ah ja, der Nils. Genau, das habe ich nie gemacht und dann war ich im Rheinland, machen die das und dann habe ich das mir angewöhnt. Dann habe ich gesagt, ja, der Florentin ist netter und nicht Florentin. Du, ich schulde dir noch was. Geld? Eine Erinnerung. Na? Und zwar daran, dass du den anderen Ring anziehen wolltest. Dankeschön, deswegen. Ei, Heidewitzka. Der schießt dann ja schon wieder. Heideblitzka wohl eher. Ja, gefällt mir gut. Der Florentin. Der Florentin. Was der immer erzählt da. Der hier. So, jetzt sind wir unbesiegbar. Hier, liebe Regie, machen wir jetzt Ende oder machen wir noch einen Spot? Ende. Das ist nämlich falsch tituliert. Dann, Mist. Wir haben ein bisschen Zeit zum Durchatmen, aber ich denke, beim nächsten Mal werden wir viele Dinge. Wir haben viel erlebt, wir haben viel gesehen, wir haben viel gelesen, aber viele offene Fragen stehen noch aus. Was soll das Wachs auf dem Kopf? Wo kommt es her? Wo will es hin? Nächstes Mal werden wir es rausfinden. Bis dahin, tschüss, Nils und Kurt. Tschüss, Florentin.